Yeah. Wow! Zum ersten Mal. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe der täglichen Dosis Seele. Cool, dass ihr mit dabei seid und den Mittag mit uns verbringen wollt. Noch habt ihr es nicht getan, aber ihr tut gut daran, weil wir waren jetzt ja auch, genau, 10 Tage offline, irgendwie so um den Dreh. Ja, eigentlich zwei Wochen oder 10 Tage oder wie auch immer. 14 Tage. Im 52. Jahr. Genau. Waren wir nicht da, auch natürlich auch wegen der SMX, und über die wollen wir heute noch reden und dann natürlich, was sonst noch passiert ist, weil da ist ja doch einiges wieder passiert und aktuell noch im Busch. Genau. Darüber wollen wir mit euch reden, sofern irgendjemand da ist. Also vielleicht sagt mal jemand Hallo, dann filmen wir uns dann umso besser. Während ich hier schon mal Social Media Optimization mache. Mahalo, ein altes, großes Spam-Projekt von Jason Calacanis. Genau, immer gut. Der Jochen ist als Erster. Mega, sehr häufig der Erste, der Jochen. Schönen Mittag. Den wünschen wir dir auch, lieber Jochen. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du bist. Genau. Während andere hier noch ihre Begrüßung hier vielleicht reintippen, ganz kurz Housekeeping. Am Montag, nächsten Montag, ist ja Ostermontag. Und da haben wir uns mal rausgenommen, mal keine Show zu machen. Genau, weil es ja Feiertag und deswegen machen wir keine Show, sondern machen die dann am Mittwoch. Also ihr habt jetzt quasi 10 Tage Pause von uns. Genießt es. Ja, muss man sowas genießen. Entsprechend. Aber da am Mittwoch machen wir dann die News, bevor wir dann in der übernächsten Woche zweimal in der Woche senden. Und zwar am Montag in den News und am Mittwoch dann mit dem Johann von Hülsen, wo wir über Ranking reden und wie das eigentlich wirklich funktioniert. Da freue ich mich auch ganz schön besonders drauf. Aber wie gesagt, das ist erst in 2 Wochen. Genau, jetzt muss erstmal Jesus wieder auferstehen und dann kümmern wir uns darum. Am 17. 3 Wochen, wie auch immer. Also, ihr habt jetzt viele Daten gehört. Ja, also nächsten Montag, nächsten Mittwoch auf jeden Fall. Ah, das finde ich schon selber hier ganz verrückt. Der Thorsten ist mit dabei. Grüße Osnabrück. Grüße Osnabrück. Ja, grüßen wir auch. Beziehungsweise Grüße cool, nach Osnabrück. Nach Hause gekommen bist. Genau. Coolerweise auf der SMX getroffen. Genau, endlich mal wieder gekuschelt. Sau cool, dass du dabei warst wieder hier in München und gut nach Osnabrück nach Hause gekommen bist. Der Markus mit dabei, wunderschöne montägliche Grüße nach Deutschland. Ni hao nach China. Den Markus habe ich ungefähr in Slide 5, weil der hat was gepostet, über was ich nicht reden wollte. Jetzt hat er drüber gepostet, jetzt werde ich ganz kurz drüber reden. Und ich meine, so ein bisschen Popcorn gehört ja immer zu unserer Branche und da hat der Markus wieder was ausgegraben, das gucken wir uns nachher an. Der dynamische Florian ist dabei, moin ihr Osterhasen, geil, noch ist kein Ostern, aber wir könnten nächsten Mittwoch, könnten wir mal mit, achso, obwohl, dann ist Ostern schon vorbei. Ach, hätten wir heute machen müssen eigentlich, aber da hat er die richtige Idee. Du solltest eine Videoshow machen, wäre es cooler, jetzt heute als Osterhase irgendwie SEO-News verbreiten. Aber dann klaut er uns den Traffic sozusagen. Oh, er traut uns den, nee, das gab es, nee, bleibt dabei. Wir machen auch so Sandbagging, wie bei Apple. Wir zahlen ihm jetzt 20 Milliarden, damit der Florian keine eigene Show macht. Ja, genau, nur um zu sandbaggen. Mein Papa ist auch mit dabei und denkt gerade, wie, was? Mein Sohn gibt 20 Milliarden an irgendwas? Beste Grüße vom Bodensee und gutes Gelingen. Danke, lieber Papa. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe schon gesagt, heute geht es sehr viel um SEO, also vielleicht ein bisschen früher ausschalten. Food Morning vom Hans. Food Morning, lieber Hans. Mega. Freut mich sehr, dich heute hier wieder zu sehen. Genau, ohne den Hans wäre es keine Show. Mhm. Und genau, deswegen ist er da und wir freuen uns. Und der Olaf ist dabei. Moin nach München. Moin. Sehr cool. Genau. Cool, dass du dabei bist. Nach Hamburg hätte ich jetzt gesagt, oder? Zum Olaf? Hannover. Entschuldigung, lieber Olaf. Genau, ich glaube Hannover stimmt, gell? Also von dem her dann Grüße auf irgendeine Stadt mit H. Also eine große, so ein Venn-Diagramm Olaf und Stadt mit H. Wir haben nämlich noch den Olaf Kopp, auch Hannover, ne? Also könnte passen. Beziehungsweise München hat ja auch eine H. Mit H am Anfang. Ach. Gut. Entschuldigung, Olaf, dass du jetzt quasi hier sozusagen, dass wir dich jetzt utilisiert haben für diesen Joke. Jetzt haben wir komplett die falsche Stadt genannt. Genau. Genau, sondern Cuxhaven oder so. Ja, Bremen! Bitte Bremen, lebenslang grün-weiß, krass. Genau, mein Beileid. Bremen, genau, mag ich auch sehr gerne. Genau, also die Grüße nach Bremen. Da wissen wir, wo wir hingrüßen müssen, nämlich nach Nottingham auf die Insel. Hallo auch an ihr alle. Lieber Rüdiger, cool, dass du wieder mit dabei bist. Ohne dich wäre es umso langweiliger. Und guck mal an, der Steve, mega, Hallöchen aus Köln, endlich mal wieder. Also der hätte ich gewusst, wo er herkommt. Ne? Also beim Steve hätte ich es gewusst. Aber genau, der schreibt es natürlich zum Glück mit da rein. Und ebenfalls moin aus der kleinsten Hansestadt, damit meint er wohl auch Bremen, genau, also liebe Grüße nach Bremen, wo wir schon 2 Leute haben, ist doch cool. Genau, in diesem Sinne, ich meine, wir haben doch keine Zeit und wir haben so viel zu besprechen,
Während übrigens, wisst ihr, wer wieder gerade in München ist? Guck mal dahin. Kann er mal ganz kurz winken? Bitte. Ja. Wir reden sogar heute kurz über Linkbuilding. Ja. Danny Linden, eine Legende mit Danny Linden Linkbuilding. Ja. Genau, war endlich aus Vietnam wieder da und während der Mittagspause hier im Office und arbeitet. Finde ich hervorragend. So als Arbeitgeber finde ich das wirklich hervorragend, wie sie das machen. Das wusste ich gar nicht. Genau, hat gerade Counter-Strike gespielt oder so. Mal wieder, genau. Als würde hier irgendjemand arbeiten. Genau, jetzt arbeit doch mal. Jetzt nicht am Handy rummachen. Ja, Herr Tandler, aber holen Sie die Peitsche nicht raus. Nicht schon wieder. Ja. Weil da tut man einmal seine Mitarbeiter hauen und da muss man sich anzünden. Das war einmal, wirklich. Und es war aus Versehen. Ja, also Entschuldigung. That escalated quickly. Genau, entschuldigt bitte vielmals. Und mein Papa ist auch noch dabei. Der denkt sich echt, oh, ich dachte immer, mein Sohn hat irgendwie so eine sehr reputable Was soll man dazu sagen? Leitmitarbeiter sind on fire, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, so, genug Spaß. Moin aus Bayern, moin nach Bayern, vom Klaus an den Klaus. Lieber Klaus, cool, dass du mit dabei bist. Und genau, und wir legen jetzt los. Weil wir müssen noch ganz kurz über die SMX reden, die ja vor kurzem stattgefunden hat. Mhm. Warte mal, so, jetzt hole ich meinen Screen. Da ist er. Da ist nämlich die SMX-Agenda. Wollen wir ganz kurz drüber reden? Kurzes Feedback, SMX? Mega. Mega. Also SMX in einem Wort, mega. Mega. Also richtig, richtig cool. Für mich zwei Highlight-Vorträge. Das eine vom Johann. Mhm. Absolut. Absolut. Einer der besten Vorträge und. Absolut, gell? Also wirklich, also der Johann hat es wirklich. Den Vogel abgeschossen. Genau, also wirklich, war für mich auch einer der absoluten Top-Vorträge der SMX München. Mit, ihr werdet es bald auch hier hoffentlich nochmal live sehen, aber wirklich mit spektakulären Insights. Also das ist. Und toll. Was ich halt auch cool fand, ist überall, also das ist natürlich gegenwärtig immer das AI-Thema und was noch alles passiert und sonst irgendwas so. Und Johann einfach so. Back to the roots, okay, wir müssen einfach Technik in Ordnung halten und dann zu sagen, was für Tricks können wir denn noch auswenden, um zum Beispiel die Zeit mehr gut zu nutzen. Aber hallo, also ich glaube nicht, dass der Johann Tricks gesagt hat. Nee, er hat es nicht Tricks genannt. Genau, das wäre sehr an Johann-like. Was waren deine weiteren Highlights? Jono Alderson, definitiv. Mega cool. Immer Contentless gut, genau. Marketing und einfach mal wieder, wenn alle die gleichen Tools nutzen, die gleichen Prozesse, schreiben alle fast immer den gleichen Inhalt. Und wie können wir entsprechend darüber hinaus uns weiterentwickeln und worauf kommt es an? Genau, das ist ja immer sein Lieblingsbeispiel. Ne? Jeder Zahnarzt hat quasi eine Seite zum Thema Flossing. Ja, wie nennt man Flossing in Deutsch? Zahnhygiene mit einem Zahnreinigung? Ja, nee, also so mit so einem Zahnseide. Zahnseiden. Ja, keine Ahnung. Und das stimmt ja auch, ne? Weil das wurde immer so suggeriert, ja, jeder, du hast jetzt hier die Webseite, lieber Zahnarzt, ja, jetzt brauchst du auch eine Seite, um für diese ganzen Sachen da entsprechend zu ranken. Und das hat er mal ein bisschen hinterfragt, sehr, sehr gut. Ich war nicht in dem Vortrag, ich war mit Gareth, der ja im großen Saal entsprechend war, ein bisschen leer, weil natürlich alle zum Jono gelaufen sind, aber auch Gareth hat einen mega guten Job gemacht, vor allem, weil ich ja sowieso sehr große Bedenken hinsichtlich Linkbuilding habe und er hat einen sehr, sehr guten Approach vorgestellt. Also sie machen ja wirklich sehr, sehr gute Online-PR und das fand ich wirklich sehr gut. Drittes Highlight? Du hast es gerade schon offen. Ich würde sagen, Rand Fishkin auf jeden Fall. Immer entertaining. Super cool. Und ich habe natürlich auch gleich einen Trick gemacht. Ich habe ein Foto gemacht von diesem Pizzeria in Mailand, die er quasi gezeigt hat. Lustig. Und wenn ich dann das nächste Mal in Italien bin und nach Mailand fahre, will ich die nochmal ausprobieren. Geil. Aber halt auch wieder super geil, dieses anschauliche Beispiel zu erzählen mit. Okay, du hast hier drei Männern, die nimmst du. Also jetzt redest du natürlich. Also es ging ja natürlich um die Attribution sozusagen und vor allem, dass natürlich, genau. ihr macht Brandbidding, also ihr bucht euren eigenen Brand, ne, und der Rent sagt halt, ne, dass ganz viel dieser Direct Type-Ins sozusagen, also die wollen ja sowieso schon zu euch. Ja, und genau, jetzt zahle ich natürlich nochmal für diesen User. Und wenn dieser User dann konvertiert, ne, dann ist es natürlich wieder so, oh, guck mal, Google Ads funktioniert. Ja, deine Google Ad-Kampagne funktioniert. Leute haben sich durchgeklickt, haben bei dir gekauft. Ja, natürlich, der wollte ja sowieso schon zu mir. Der hat ja nach meinem Brand gesucht, hat dann auf mich geklickt, hat dann bei mir gekauft. Und das ist ja wirklich, also eigentlich schön für Google, ne, weil so mit dieser Attribution kann ich halt immer sagen, guck mal, hier, Google Ads funktioniert. Ne?
Und er hat ja natürlich auch die anderen, die Gegenbeispiele gebracht, Procter Gamble, die mal alles abgeschaltet haben und gemerkt haben, oh, ja, unsere hat keinen großen Unterschied gemacht. Airbnb hat mal so eine ähnliche Sache gemacht. eBay hat mal, musste es mal machen, dieser große Streit vor 20 Jahren. Aber egal. Also auf jeden Fall, genau, stellt er das halt entsprechend halt auch ein bisschen so in Frage, diese ganze Attribution. Und er hat es sehr schön verglichen mit einem Beispiel eben einer Mailänder Pizzeria, ne, und da hat die Dame, die das quasi betreibt, hat dann gesagt, ja, ich muss ein bisschen Marketing machen und hat halt Studenten gesucht, die Flyer verteilen, um Leute hier quasi reinzubekommen. Und die hat unterschiedliche Farben diesen Flyern gegeben, um dann natürlich zurückzuverfolgen zu können, ne, welcher Student verteilt hier am besten, ne, bei wem lohnt es sich. Ne? So wie wir das ja auch hier, wir machen Ads und attribuieren sie unterschiedlich, um dann halt zu sehen, ne, welche Ad funktioniert. Und dann gab es halt diesen einen, der unglaublich gut funktioniert hat. Also fast alle, die da reinkamen, kamen eben mit so einem grünen Flyer in der Hand. Und vermeintlich, ne, war das eine sehr, sehr erfolgreiche Kampagne, ne? Und wenn jetzt dieser Typ gesagt hätte, hey, ich will jetzt für jeden Kunden vielleicht sogar noch einen kleinen Kickback oder was weiß ich auch immer, ne, wäre es sehr schwer für sie zu sagen, nö, weil es kommen ja wirklich sehr viele Leute durch die Tür eben mit diesem grünen Flyer. Und dann ist diese Dame mal losgegangen, hat geguckt, mal sehen, wie der Typ das eigentlich macht, hat ihn da quasi verfolgt und dann hat sie gesehen, ja, was der Grund dafür war, für die hohe Conversion. Er hat nämlich einfach Leute abgefangen, die sowieso in ihren Laden gehen wollten und hat ihnen schnell noch einen Flyer damit gegeben. Und so, ne, habe ich quasi einen Kunde, der sowieso schon gekommen wäre, hätte dann eben diesen 10% Voucher, also eigentlich diese Flyer waren 10% Voucher. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht die ganze Geschichte hier nochmal wiedergeben. Hast du aber. Ja, nee, aber das hat ja auch nochmal Implikationen, weil sie gedacht hat, wir würden mehr verdienen, haben sie aber nicht, ne? Weil, wie gesagt, sie eigentlich einfach schon ihre Stammkunden, beziehungsweise Kunden, die sowieso zu ihr gegangen werden, quasi hier nochmal eben einen Rabatt gegeben hatten. Und das macht natürlich keinen Sinn. Und das ist quasi die Geschichte dahinter und wie gesagt, einfach eine sehr schöne Metapher zu dieser Google Attribution Geschichte. Und deswegen glaube ich auch, also Rand war für mich auch eines der Highlights, weil er das wirklich super schön erklärt hat, dieses Problem, das hier besteht. Das einzige Frustrierende ist irgendwie so, ja, es gibt auch kein Mittel dagegen, also dann hört man einfach auf zu messen. Ja. Und beziehungsweise schaltet auch mal eure Ads ab, um zu sehen, ob es wirklich was gebracht hat. Übrigens, der Wolfgang ist mit dabei, Grüße aus Mittelhessen, bekommen wir euch mit meinem neuen Meta-Glasses, geil, stolz, jetzt direkt auf die Ohrmuschel, ja, sowas. Das wird Brille, um zu hören. Ja, das geht ja automatisch quasi da rein. Richtig cool, lieber Wolfgang, sind wir schon ganz nah am Hirn hier. Wolfgang finde ich sehr gut. Kaufe Pizza. Genau. Kaufe Pizza. Geil. Ja, also wie gesagt, für mich auch ein Highlight der Rant. Will auch ein Highlight, auch allein halt sein Style, ne? Also auch wirklich sehr, sehr brash. Entsprechend fand ich auch richtig, hier ist richtig, richtig gut. Viel Content, was relativ schnell reingeprasselt ist. Absolut, absolut. Genau, dann war ich hier beim Bastian Grimm, war ich hier drin. Johann, genau, das hatten wir, Beyond Crawling, grandios, aber wie gesagt, bald auch an dieser Stelle. Ja, hier war ich beim Tom Kepper. Das war in der Tat das einzige Lowlight der Konferenz dieses Jahr, weil da habe ich mich sogar noch dagegen entschieden, zum Googler zu gehen. Also, wir haben einen neuen Googler dieses Jahr hier gehabt und den wollte ich mir eigentlich angucken, aber dann war der Tom Kepper, SSG, The Future of the SERP und der arbeitet ja auch bei STAT, habe ich gemeint, könnte schon sicherlich interessant sein, aber das war, also ich persönlich fand es einen totalen Reinfall, leider ein paar andere auch, weil er ein viermal, also er zeigt halt die SGE und dann sagt er, so for everybody who's been living under a rock, this is how it looks like und er hat das viermal benutzt, viermal if you've been living under the rock und er zeigt etwas, was wir schon alle kannten, sorry, in dem Auditorium der SMX München has nobody been living under a rock. Das haben wir alle schon gesehen. Ja. Und auch die Statistiken waren nichts Neues. Also, ja, also wie gesagt, kommt von weit her und dann fand ich etwas enttäuschend. Ich war ja bei Isis und Olli und super, wäre auch besser gewesen sein. Isis muss so gut gewesen sein. Ja, war richtig gut, ja. Habe ich auch schon gesprochen. Die kommen noch mal zu. Genau, Isis kommt auch bei uns rein, wie gesagt, hat auch hier einen guten Job gemacht. Sehr, sehr cooler Case. Fand ich, hat auch natürlich zum Thema Books, ich meine SXO und Books ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt, von daher ging das auch sehr, sehr gut in unsere Richtung, also zu mir war es so Preaching to the Choir, fand ich mega und liebe Grüße gehen natürlich an der Stelle raus an die beiden. Genau, bald auch hier, also wie gesagt, nur hier habe ich mich ein bisschen verzockt sozusagen. Dann fand ich die Cindy wieder grandios, ihr wisst, ist sowieso eines meiner absoluten Top 3 SEOs weltweit und sie hat da wieder richtig gut performt, grandios, will ich sagen. Ihn fand ich auch ganz interessant. Ich meine, das war auch nicht super irgendwie
so die Direct Value, aber er ist einfach, fand ich, ein super Referent, eine gute Geschichte. Halt eine gute Zusammenfassung, auch eine ganze, eine sehr, sehr gute Story nochmal gepackt. Aber ja, war jetzt halt kein großes Update oder was super neu. Genau. Ja, genau, die Jana Lavrov, nee, nicht Jana Lavrov, die Britta Daphne, Entschuldigung, Jana hat einen grandiosen Job gemacht als Moderatorin, das muss man wirklich sagen. Das finde ich, muss man aber an der Stelle nochmal extra. Genau, also Jana oder beziehungsweise alle Moderatoren, aber Jana gerade insbesondere auf der Mainstage, also wirklich einen super geilen Job gemacht. Wirklich toll. Aber wie gesagt, die Britta Daphne hier, ja, das war okay, also das war sicherlich auch, also zu weiten Teilen interessant. Das Interessante war dann halt, als dann jemand gefragt hat, wie können wir das sozusagen, was sie jetzt machen, auf den SEM-Bereich, und sie fragt dann, was heißt eigentlich SEM? Search Engine Marketing, deswegen sitzen wir alle hier drin. Ne? Also das ist natürlich immer so mit fachfremden Referenten, ne? Die passen da nicht so ganz rein, und gerade da hat man so ein bisschen auch so diese Kluft gespürt, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, auf jeden Fall eine sehr interessante Persönlichkeit hier, die Britta Daphne, und es war auf jeden Fall mal spannend, ja, einfach mal so zu erfahren, womit sie sich da täglich rumschlägt. Aber genau, also in Bezug auf Search Engine Marketing jetzt nicht der direkte Value. Markus, grandios, auch wieder da natürlich mit der Studie, das habe ich euch ja auch schon mal gesagt, hier meine Meinung dazu, auch wie viele natürlich hier immer solche Studien da in Frage stellen und den Informationswerten, wie auch immer. Ja, wir sind froh, dass wir trotzdem mal jemand haben, ne, der natürlich mal so diese ganzen Daten durchforstet und einfach bestimmte Muster findet. Und auch wenn das nicht heißt irgendwie, dass ich jetzt meine Seite sozusagen hier nach irgendwelchen Faktoren perfekt aufbauen kann, ja, darum geht es ja auch nicht. Es ist vielmehr deutlich interessanter, um einfach mal zu sehen, ne, was sind so einfach so Muster, die man halt erkennen kann von besser rankenden Seiten gegenüber den schlechter rankenden Seiten. Also von dem her fand ich einen grandiosen Vortrag wieder von Markus und habe viel mitgeschrieben, viel gelernt. Ich war bei meinem Namensvetter, war natürlich auch nochmal richtig geil und hat auch einen sehr, sehr guten Vortrag gehalten. Also das fand ich super spannend. Wer heißt denn hier Breitenbach? Alexander. Ach so, Alexander Russ. Ja gut, das ist auch ein sehr... erfahrene Kollegen. Ja, das war auch sehr entertaining und das fand ich halt gerade so am zweiten Tag der SMX, das war dann, glaube ich, nachmittags schon, dann war es halt auch mal richtig gut, dann neuen Input zu bekommen. Und der Golden Boy, also der Philipp Götzer, Wingman. Philipp Götzer hat in dem Wingman-Newsletter auch schon positiv darüber gesprochen. Das heißt, da gibt es natürlich ein paar Insights, könnt ihr gerne im Newsletter nachlesen. Genau, also die SMX München hat wieder mal, ja, alles gehalten, was sie versprochen hat, wieder grandios, also immer noch einfach in Europa, die Bank, ich glaube wirklich in Europa, gibt es da nicht mehr, ja, es gibt überhaupt nichts Vergleichbares, beziehungsweise es gibt ja auch weltweit mittlerweile nichts mehr Vergleichbares. Und wenn ihr mal die Fotos von der PubCon in Las Vegas gesehen habt, ihr wisst ja auch, ich meine, ich war seit 2004, glaube ich, auf der PubCon, holy shit, ist auch schon wieder 20 Jahre her, also seit 20 Jahren quasi auf der PubCon, dieses Jahr haben sie sie wieder revived in Las Vegas und ich hatte echt schon FOMO, ich war wirklich so, oh Mann, und so viele gehen dahin, ne? Und ich habe jetzt echt FOMO, dann habe ich die Bilder gesehen und war froh, dass ich nicht hin bin, weil es einfach, ja, leer, also ich meine, da haben wir beim G50 mehr Leute, das war schon wirklich so ein bisschen traurig, nichtsdestotrotz, sicherlich auch, natürlich cool, haben sie natürlich viele alte Hasen und Freunde da wieder alle getroffen, aber als Konferenz war das eher enttäuschend, wenn ich das mal so von den Bildern da sehe, und umso mehr, ne, zeigt es auch wieder, was die SMX München wieder da für eine Bank in ganz Europa ist und da wirklich ja einfach die Top-Online-Marketer und SEOs da unter einem Dach für zwei Tage vereint. Ja. Genau, und neben dem Wissen auch super viele Leute, die natürlich da waren. Cool, natürlich auch Boutique Agency, der dann sehr viel Bier ausgeschenkt hat. Yeah. Ja, geil, genau. Das mögen wir. Und natürlich das Essen war natürlich auch wieder hervorragend. Genau, vegetarisch, vegan. Übrigens, welchen Vortrag habt ihr am meisten gefühlt? Das ist wieder so eine Wolfgang/Marco-Young-Frage. Den haben wir am meisten gefühlt. Es war nicht despektierlich, lieber Wolfgang. Am meisten gefühlt. Also, wie gesagt, also Highlights war definitiv Johann und Jono für mich. Ja, also Johann definitiv. Also meine Highlights waren also Cindy und Johann, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge, vielleicht sogar Cindy und dann Johann, sonst Johann und Cindy. Definitiv. Also Cindy kann ich leider nichts dazu sagen, weil wir uns aufgeteilt haben, aber kann ich mir sehr gut, also ich hatte auch ein bisschen FOMO, dass ich nicht da reingegangen bin. Ja, war natürlich auch am zweiten Tag um 9, machen nicht viele, aber hat sich gelohnt. Genau, du weißt schon. Also, ich war da, ja ich war... Und apropos Konferenzen, wir wollen natürlich noch einen anderen Konferenztipp geben, weil die Irish hat mich angeschrieben,
Genau, die hat eigentlich noch Sponsoren gesucht. Leider können wir ja aktuell nicht wirklich viel sponsoren bezüglich Konferenzen. Und aber nichtsdestotrotz wollte ich euch das nochmal ans Herz legen, weil sie kommt jetzt mit ihrem Women in Tech SEO Fest nach Berlin. Genau, 7. Juni ist sie da in Berlin. Es gibt noch ein paar Tickets. Wie gesagt, finde ich eine klasse Veranstaltung, auch wirklich unterstützenswert generell, was natürlich Arish hier für die gesamte ja, SEO-Community schon geleistet hat und immer noch leistet. Also sie kämpft da wie Don Quixote so ein bisschen gegen mächtige weiße Windmühlen. Ich glaube, in manchen Fällen, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und ich finde das wirklich grandios, was sie da für einen Job macht. Und diese ganzen also weibliche Tech-SEOs sozusagen unter nicht nur unter ein Dach bringt, sondern auch wirklich organisiert, enabled, ne, empowered. Und wie gesagt, wisst ihr auch, ist ja auch bei uns immer eine Mission entsprechend. Und genau, deswegen will ich euch das auch nochmal ans Herz legen und auch nochmal hier unsere absolute Hochachtung vor der Arbeit, die Arish da entsprechend macht, neben ihrem Head of SEO Job oder jetzt beziehungsweise eigene Consultancy, und ich glaube, Mutter ist sie auch noch geworden vor nicht allzu langer Zeit. Also genau, Mütter supporte ich sowieso immer gerne entsprechend. Genau, die wahren Helden unserer Gesellschaft. Also von dem her wirklich absolute Hochachtung, was sie da macht und absolut unterstützenswert. Also entweder direkt hingehen, wie gesagt, wenn ihr eine Frau seid, holt euch ein Ticket, geht da hin oder, wie gesagt, sponsert das. Ich glaube, jetzt gerade in Berlin, wie gesagt, bestimmt auch für den einen oder anderen interessant, hier genau die Eyeballs von so vielen fähigen Technical-SEO-Rinnen zu bekommen. Genau, in diesem Sinne. Keine bayerische Behörde, wir dürfen gendern. Genau, wir dürfen gendern, genau. Das sind nochmal ein paar Statistiken von Rand. Das war auch Teil des Vortrags. Hier geht es ja darum, Largest Traffic Referrers on the Web. Ich glaube, das habt ihr mittlerweile schon gesehen. Das ging ja schon vor der SMX kurz rum und auch natürlich in der letzten Woche. Also gehen wir mal entsprechend darüber. Spoiler Alert, ist es halt immer noch Google. Ja, genau, ja. Also Largest Referrer on the Web, Google. Also SEO ist nicht dead. Get on it. Dann, was natürlich alle interessiert, die Updates, die gerade laufen. Genau das kriegen wir gerade auch in unserer täglichen Arbeit mit. Geht ja wirklich ziemlich drunter und drüber. Jetzt ist... Fast wie eine tägliche Dosis SEO. Genau, fast wie eine tägliche Dosis SEO. Genau, das March-Spam-Update ist jetzt scheinbar durch. Auch wenn wir da wirklich sehr wenig in Deutschland sehen. Also wir haben natürlich viel mitbekommen, gerade diese ganzen Deindexations. Wenig in Deutschland mitbekommen. Aber wie gesagt, wird noch eine Menge passieren, weil das Core-Update ja auch noch, noch am Laufen ist. Also wie gesagt, im Moment immer noch zu früh, um irgendwelche Analysen zu machen oder irgendwie mit Wehklagen sozusagen sich den Tag zu versauen. Wie gesagt, da kann noch eine Menge passieren und erstmal abwarten und viel Tee trinken. Genau. Ich bin vorbereitet, ich habe viel Tee. Genau, super. Dann habe ich hier noch vom Roger gesehen, AI Spam Sites beat Googles March 2024 Spam Update. Also es gibt scheinbar irgendwelche Spam Sites, die immer noch sehr, sehr viel Traffic haben, also vermeintlich viel Traffic, basierend halt auf irgendwelchen externen Tools. Ich finde auch interessant, dass er keine URL mal irgendwo da reinpackt. Ich meine, wenn Spam ist, kann man doch auch darauf hinweisen, ist doch alles gut. Aber auf jeden Fall scheint es so eine Recipe-Site zu sein. Vielleicht weiß es sogar der Hans, weil du zufälligerweise weißt, wovon er da redet, beziehungsweise ob diese Seite noch gibt. Es kann ja schon wieder sein, dass das schon wieder outdated ist und mittlerweile schon rausgeflogen ist. Aber ganz typisch, ne, wo gehobelt wird, fallen viele Späne und viele Seiten wurden hier natürlich erwischt, manche wurden nicht erwischt, jetzt ist es wieder so dieses typische Häme, oh, guck mal, da hängt immer noch Spam, Google hat keinen guten Job gemacht. Ja, it's an ongoing process, also von dem her. Ich finde, dazu hat ja der Martin Splitt bei uns in der letzten Show sehr viel gesagt gehabt. Sehr, sehr gut, und ja. Fand ich auch wieder sehr interessant, einfach seine Two Cents dazu zu hören. Du darfst jetzt gerne mal wiederholen, also weil du teasst immer irgendwas an und dann sagst du nicht, was es war. Er gemeint halt, sie setzen viele Dinge um und manchmal gibt es eben Updates, die eben dann nicht die gewünschten Effekte haben oder halt zum Beispiel zu 90% oder 99% entsprechend die richtigen Effekte haben und dann gibt es eben ein paar Bereiche oder ein paar Seiten, die zum Beispiel nicht davon betroffen sind und dann ist ja die Frage, wird es dann trotzdem ausgerollt oder eben nicht? Hat das dann vermeintlich auch negative Auswirkungen auf Seiten, die zum Beispiel eigentlich alles gut machen
was ja auch manchmal der Fall sein kann. Ja, und wie gesagt, das gerade AI, ne, ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, weil auch eine Seite, die fast mit AI-Texten geschrieben ist, kann trotzdem guten User, also den User-Intent befriedigen, ne? Und wie gesagt, Google muss ja quasi anhand von solchen Signalen eben halt messen, ob die Leute die Seite gut finden oder nicht. Und da kann natürlich auch mal sowas entsprechend halt durchrutschen. Also das bedeutet immer noch nicht, dass sie jetzt sagen können, oh, guck mal, wenn das bei denen funktioniert, schreibe ich jetzt doch alles mit AI und pumpt das auf. Ne? Ja, vielleicht nochmal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und wie gesagt, solche Outlier nicht als Blaupause nutzen. Was aber auf jeden Fall interessant ist, war Glenn Gabe, der hat nämlich gesagt, er trackt 1000 Seiten, die eine Manual Action bekommen haben vor 2 Wochen und none have recovered. Also von über 1000 Seiten, was übrigens krass ist, dass über 1000 Seiten aus dem Index rasiert, das hatten wir wirklich sehr, sehr selten irgendwie, also in dieser, ja, also in dieser Größenordnung, dass hier Seiten quasi aus dem Index geworfen werden genau, also getrackt und sind immer noch alle, hat noch keine recovered. Hätte ich aber nicht erwartet, also dass die sehr schnell recovern. Gerade bei solchen Geschichten, ne, ist es ja auch immer, da reicht auch nicht nur der Büßergang nach Canossa, ja, irgendwie so, ich habe was Schlechtes gemacht, bitte lass mich wieder in den Index. Oh ja, natürlich, jetzt wo das meinst, lasse ich dich wieder in den Index. Sondern man braucht ja natürlich auch mal so ein bisschen Zeit, ne, um mal ein bisschen hier Buße zu üben, ja, also von dem her, so wie auch damals beim Pinguin-Update, also als es noch punitive war, also quasi bestrafender Natur, ne, da macht es ja auch keinen Sinn, ich kaufe hier irgendwie blind links, ne, wird dann abgestraft, dann mache ich irgendwie ein Disavow und zack, ist meine Seite wieder da, das macht ja gar keinen Sinn, ja, sowas, sondern da muss man halt entsprechend dann auch mal ein bisschen im Purgatory hier entsprechend verweilen, bevor man wieder mitspielen darf, wenn überhaupt. Genau, also von dem her hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Nichtsdestotrotz natürlich sehr cool, dass der Glenn das hier für uns trackt. Genau, und dann lustigerweise, genau, das will ich natürlich auch noch erwähnen. Es hat nämlich so eine Recommendation für abgestrafte Affiliate-Sites die Runde gemacht. Ja, also wurden natürlich sehr viele Affiliate-Review-Sites entsprechend natürlich getroffen. Also wir haben halt Reviews und dann natürlich Affiliate-Links, die nach außen gehen. Was per se natürlich nicht schlecht ist. Ne? Also das ist kein Bad Business Model. Das kommt natürlich immer sozusagen auf die, würde ich sagen mal, die Aggressivität der Monetarisierung und auch ja einfach dem Value des Contents, den ich da halt auch anbiete. Weil wenn ich wirklich sehr hilfreichen, valuable Content halt auch habe, dann kann ich mich auch via Affiliate hier entsprechend vergüten lassen. Also das ist hier gar nicht die Frage. Aber nichtsdestotrotz, hier geht es halt darum, um große Seiten, die halt mit AI ziemlich viel Content da rausblasen und dann halt, ja, billig einfach mit Affiliate hier das kompensieren. Und dann hat jemand gesagt, das ist es nochmal, Add to Cart for the Win. Also quasi der Trick ist, ja, dass ich jetzt auf dieser Seite ein Add to Cart adde, ja, also da hinzufüge, um quasi zu suggerieren, hier kann man auch kaufen. Also ich bin keine Affiliate-Seite, ich bin ein Shop. Aha, schau an, was für ein toller Trick. Ja, das finde ich immer so super, diese SEO-Tricks, dass man immer denkt, diese ganzen super, super Brains, die hochbezahlt da bei Google sitzen, ja, irgendwie, die sind alle nicht so schlau, irgendwie da, oh, guck mal, da steht Add to Cart, jetzt ist es keine Affiliate-Seite, jetzt darf die Seite so weitermachen, you're missing the point. Also, wahrscheinlich haben sie es in der TF-IDF-Analyse irgendwie Add to Cart. Ja, also wie gesagt, das reicht nicht und das hat dann den Danny da auf den Plan gerufen, noch mal ein bisschen mehr darauf einzugehen. Vor allem, don't just show. I would recommend anyone do anything they think shows Google something. Yeah? Do you want to do things that make sense for your visitors? Because what shows Google you have a great site is to be a great site for your visitors, not to add things you assume are just for Google. Genau, also wie gesagt, nicht nur sozusagen so zu tun, sondern am Ende des Tages wirklich einfach ein gutes Resultat für den Nutzer zu sein. So schwer ist es doch gar nicht. Also ich meine, das zu kapieren, die Seite dann zu bauen, umso mehr. Aber darum geht es ja. Es ist halt auch nicht irgendwie, ja, wie gesagt, Geld wächst auch nicht an Bäumen. Genau, also wie gesagt, er geht da halt nochmal drauf ein. Und wie gesagt, es geht einfach, don't fake it, ja, make it. Ja, make it till you fake it. Ja, make it till, wie auch immer, Entschuldigung, hat nicht funktioniert. Make it till you make it. Ja, nee, das klappt ja nicht. Ich wollte jetzt irgendwie so einen geistreichen Adaption dieses Spruchs irgendwie verwenden, aber dann habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht. So,
Eine Sache, die war sehr lustig, darüber haben wir noch nicht geredet, weil da bis dann hatten wir keine Show, war ja während dieser ganzen Update-Shenanigans, dass John Müllers eigene Seite ja deindexiert wurde. Ne? Wow! Und da, das war natürlich ein Fest für alle SEOs. Ne? Also so sah das aus seit johnmu.com. Mittlerweile ist es schon wieder zurück. Also es ist jetzt Old News, aber ich wollte es noch einmal erwähnen. Der Tomek Rutzki hat es zuerst gesehen. Mega geil vom Tomek. Genau, er war der Erste, der das entsprechend festgestellt hatte. Genau, also ja, total geil. Also ich gehe natürlich davon aus, dass der John da nicht so, ja, wie gesagt, in Panik war, wie er es hier suggeriert. Dann haben natürlich alle Leute gesucht, ja, warum ist das so? Was ist da passiert? Dann war die Sache mit seiner Robots.txt, die wirklich ein bisschen freaky war, vor allem, weil er auch disallow Robots.txt, also in der Robots.txt sagst du dann disallow Robots.txt, geil. Und noch mehrere solche Shenanigans, aber am Ende des Tages hat er, glaube ich, was in der Google Search Console der entsprechend getestet. Aber nichtsdestotrotz, ich lege euch diesen Artikel trotzdem mal zu Herzen, weil das ist wirklich ganz lustig. Eine nette, interessante Eskapade hinsichtlich der Robots.txt und was man da alles reinschreiben kann und was man nicht reinschreiben sollte. Wie gesagt, führt jetzt zu weit, ist eine alte Story. Ich habe noch mal aktuellere Sachen, deswegen lasst uns mal eher auf das gucken. Aber nichtsdestotrotz, wenn euch das interessiert, schaut es euch hier an, ist wirklich cool. Wolfgang sagt einfach nur, ich liebe dieses Geistreiche sehr. Dieses Geistreiche? Wenn du vorhin Geistreiche gesagt hast. Sage ich das gerade zu häufig, oder? Jetzt habe ich wieder so ein Wort, das ich die ganze Zeit sage. Just saying. Okay. Genau, dann apropos Talking of Pure Manual Actions, also wie gesagt, John hat es jetzt nicht wirklich zu interessieren. Genau, was kann man tun, wenn man eine Pure Spam Manual Action Notice bekommen hat? Das ist schon wirklich die Königsklasse, wenn du Pure Spam bekommst. Also das ist schon geil. Also Pure Spam ist schon wirklich... Dann hast du es geschafft. Junge... Game over. Ja, was kann man tun? Ja, repent your sins, würde ich mal sagen. Genau, und da gibt es auch noch hier im Help Center. Also wie gesagt, ich erwähne es natürlich deswegen, falls irgendjemand natürlich von euch betroffen ist. Das ist jetzt keinerlei Schadenfreude. Ihr habt sicherlich aber auch in den letzten Monaten gut verdient, falls ihr eine Manual Pure Spam Action bekommen habt. Ja, sonst nämlich wahrscheinlich nicht. Also von dem her, wie gesagt, ist das jetzt nicht despektierlich gemeint, weil es ging euch bestimmt auch in der Zeit ganz gut. Genau, nichtsdestotrotz weiß ich ja, wie es ist, wenn man mehrere Domains irgendwie bei sowas verliert. Vor allem, wenn sie vorher so gut funktioniert haben. Aber nichtsdestotrotz hier nochmal mehr Informationen, falls ihr betroffen wart. Genau, und generell dieses Link-Thema, ne, scheint hier auch wieder, ja, also wirklich so ein Common Theme zu sein, auch bei den aktuellen Updates. Und wir haben das auch. Wir haben wirklich leider da einen Kunden, der auch richtig schlecht beraten war. Ich meine, ich hatte da auch echt letzte Woche einen Call und die Seite ist sozusagen wirklich am Boden, anders kann man es nicht sagen und er muss sich jetzt wirklich damit auseinandersetzen, jetzt Leute zu entlassen und was weiß ich auch immer und er sagt auch, aber es hat doch alles so gut funktioniert, ja, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, das ist halt immer so wie beim Linkkauf, ne? Und das hat er leider exzessiv betrieben oder beziehungsweise die Agentur hat ihm das halt so ans Herz gelegt und das hat er exzessiv eben gemacht, immer gedacht, hey, funktioniert doch sehr gut, aber es ist halt auch so, ein Banküberfall ist halt illegal und auch wenn es 9-mal funktioniert, also ich 9-mal die Bank überfalle und nichts passiert, ja, dann ist es beim 10. Mal trotzdem noch illegal, ja, aber genau, und genau das war da eben auch der Fall. Und ich muss halt immer sagen, ja, sowas, also macht mich dann natürlich auch wütend, ja, immer, weil, wie gesagt, er war absolut unwissend, hat sich dann natürlich eine Agentur geholt, eben im Glauben, ja, dass er einfach da gut beraten wird und einfach da nachhaltig sozusagen sein Unternehmen mit SEO nach vorne bringen konnte. Und wie gesagt, anfänglich hat das gut funktioniert, hat auch über einen sehr langen Zeitraum gut funktioniert, aber jetzt hat Google halt gesagt, ja, der Spaß hat ein Loch. Und jetzt dürfen wir hier die Scherben aufräumen. Also das macht wirklich keinen Spaß. Aber wie gesagt, gerade im aktuellen Update allgegenwärtig immer wieder gehört und wie gesagt, leider jetzt gerade auch eben hier persönlich mit einem Kunden da betroffen. Und wie ihr wisst selber, es ist wirklich sehr schwer, sie dann da rauszubekommen. Und vor allem, ja, wenn halt entsprechend the buck stops, also wenn auch quasi nicht mehr viel Geld reinkommt, dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Übrigens, der Philipp, der Golden Boy, da ist er. Moin, ich schleiche mich frech noch dazu. Schön, euch zu sehen. Und Markus, mit frechem Haarschnitt, mit frechem,
Freshem. Ah, okay, ich dachte frecher Haarschnitt. Nee, genau, ich gehe ja mit, immer mit seinem, meinem Sohn. Du darfst beides sagen. Genau, ich gehe ja immer zusammen mit meinem Sohn zum Friseur und sage immer einmal bitte denselben Haarschnitt. Genau. Ja, so schnell geht das. Aber vielen Dank. Der Attrack, geil ist, dass da immer noch Videos von Matt Cutts sind. Das war gerade eben bei dem Google Report, den offen. Ach so, okay, okay. Fand ich auch lustig. Ja gut, aber ich meine, guck mal, er hat schon vor 20 Jahren gesagt und ihr habt nicht zugehört, genau. Also von dem her kann man gerne die Videos noch reinpacken. So, und apropos zum Thema Links, ja, und jetzt kommt der Markus. Heute Morgen hat er mich getaggt. Der Markus hat nämlich eine Rezension einer Google-Doku gemacht, die ich bislang noch nicht angeguckt hatte, weil ich habe nur gehört, wer es gemacht hat. Und da habe ich gemeint, okay, das muss ich mir jetzt nicht angucken. Jetzt hat er drüber geschrieben, hat mich getaggt, hat was dazu geschrieben. Okay, jetzt schaue ich mir mal an, diese eine Minute, diesen Trailer. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, aber also, sehr unsäglich. Also die Agentur, die Jungs alle mit so Rollkragenpullis. Jetzt war das ja auch sehr lustig, weil mich hat ja dann immer im Retargeting diese Ad, also diese Rollkragen-Pulli-Gang hat mich ja da verfolgt im Retargeting. Und die Google-Doku, so funktioniert SEO. Die großen SEOs lassen uns nicht teilhaben, wie es wirklich funktioniert. Echt, wir senden hier immer und wir sind ziemlich offen, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Also so viel mal zum Thema. Und dann, wie gesagt, die großen SEOs lassen nicht teilhaben, aber diese eine Agentur zeigt genau, wie es funktioniert. Und guess what? Linkkauf gehört dazu, ist super wichtig und was weiß ich auch immer. Zertifiziert nach DIN. Ja, genau, zertifiziert nach DIN fällt auch noch. Ne? Das ist halt wirklich, und gerade nach dem, was halt aktuell passiert und ich finde das alles nicht gut und wie gesagt, diese Doku auch, also es ist halt ein Werbefilmchen, ja, es ist halt ein Werbefilmchen für diese Agenturen, beziehungsweise halt um Links zu kaufen. Mit Doku hat es nicht viel zu tun. Zu kaufen oder zu verkaufen? Zu kaufen, also die verkaufen halt Links. Ja. Ah, ja. Also, und das ist dann halt dieses, die großen SEOs reden nicht darüber, aber wir reden drüber und so funktioniert es halt wichtig. Also das ist ja quasi dieses Narrativ, das da gesponnen wird. Wie gesagt, live and let live. Ne? Also wie gesagt, jeder kann da seine Agentur machen, wie man will, entsprechend. Aber ich habe halt schon ein großes Problem damit, wenn ich halt wirklich etwas verkaufe, was wirklich nachweislich da einfach nicht funktioniert. Aber es ist natürlich immer so easy. Es gibt ja mehrere Agenturen auch da draußen, die dann auch sehr, sehr vocal sind, entsprechend. Und was wir dann auch irgendwie alles hier Gutes tun und wie auch immer. Ja, auf der einen Seite nimmt ja quasi den Kunden da das Geld aus der Tasche und dann mache ich irgendwas Gutes damit. Ja, das finde ich dann immer so ein bisschen zweischneidig. Das Ding ist halt, ich meine, die verdienen natürlich super Kohle. Ne? Ich meine, das ist natürlich klar, die verkaufen Links. Natürlich verdienen die richtig Kohle. So verdient, ja, also ich glaube, als SEO-Agentur, ne, wenn man so wie wir sind jetzt keine Agentur, ne, aber wenn wir hier wieder hingehen, Daten analysieren, aufbereiten, Workshops damit den Kunden machen, dann kostet das ziemlich viel Zeitaufwand. Ja? Link verkaufen, super easy. Entweder ich habe mein eigenes PBN, ja, dann, wie gesagt, mache ich dir so eine Run-off-Site hier in meinem eigenen PBN, dauert mir eine Minute und ich habe hier 100% vom Umsatz quasi als Gewinn darf ich den verbuchen. Oder ich habe halt, was weiß ich, meine Linkquellen, kaufe mir dann halt bei den typischen, wo halt immer Links gekauft werden, also Epoch Times, was weiß ich wo, RP Online oder was weiß ich auch immer. RP Online, die heißen so ähnlich, oder? Die Links verkaufen. Und da kaufe ich den Link halt für 300 Euro ein und ich verkaufe ihn wieder an den Kunden für 600. Na, das ist easy, ne? Also das ist ja einfach Handel. Und wie gesagt, ihr kennt meine Meinung, 99% vom Linkbuilding ist entweder Zeit- oder Geldverschwendung oder C, all of the above, auf jeden Fall heutzutage in meiner Erfahrung. Und wie gesagt, nochmal, das hat sehr viele Nuancen nach Land, nach Branche, ne? Absolut, diese Nuancen sind mir auch alle bekannt, genau. Dem Kunden halt immer zu sagen, hey, du musst auch nichts machen, irgendwie, wir kaufen jetzt erstmal Links, dann wird alles gut, ja, finde ich nicht so cool. Und wie gesagt, dann hier die Dokumentation, scheint viel Zeit reingeflossen zu sein. Genau, aber wie gesagt, live and let live, wie gesagt, ich kenne die Jungs jetzt nicht persönlich,
Wie gesagt, vielleicht sind sie alle auch ganz nett und freundlich und klären die Kunden auch wirklich davor auf. Also sagen auch wirklich, hey, pass mal auf, das ist jetzt hier sehr zweischneidig, was wir dir da empfehlen. Es kann funktionieren zu einem gewissen Maße. Wir kaufen jetzt mal 100 Links. Davon wird vielleicht ein einziger Link wirklich einen Wert haben. Ne, das ist ja auch wirklich in den meisten Fällen halt so, ne, dass du, wie gesagt, ein blindes Huhn findet halt auch mal ein Korn. Ja, da ist dann doch ein, zwei Links, die dann auch wirklich einen Positive Value haben, aber der Rest halt nicht. Ne, wenn man den Kunden da auch wirklich so aufklärt, dann ist das natürlich auch okay. Also von dem her will ich hier nicht vorgreifen. Ich will hier niemand hier irgendwie einfach mal pauschal schlecht reden, ohne eine persönliche Meinung zu haben. Aber wie gesagt, wenn ich dann so ein Werbevideo sehe, dann ja, also so ein bisschen habe ich mich im Mund übergeben. Ja, der Kragen. Ja, aber hallo. Hier der Ad-Tracker noch ganz kurz. Genau, ja, sorry. Genau, ist mir so rausgelutscht. Machen wir weiter. Genau. So, dann, genau, was hilft? Guter Content. Hey, und guck mal an, Google confirms, High-Quality-Content is crawled more often. Ja, ach nee. Absolut, beziehungsweise das wissen wir natürlich auch. Entsprechend, dass Google ja mittlerweile schon im Crawling-Prozess richtig gut geworden ist, zu evaluieren, ob es Sinn macht, beziehungsweise schon im Discovery-Prozess, ne, finden sie schon sehr früh raus, ob es überhaupt Sinn macht, die Seite zu crawlen. Ja, kennt ihr dann vielleicht in der GSC, ne, discovered not crawled, dann ist es wirklich sauschlecht. Ja, crawled not index ist dann, ah, ich dachte, es wäre gut, aber war da nicht gut. Ja, also auch nicht wirklich besser, aber natürlich guter Content wird natürlich entsprechend häufiger geholt, auch gerade Content, der häufig Eyeballs bekommt. Ihr wisst das ja, es gibt ja unterschiedliche Indexing-Tiers, also maßgeblich 5 verschiedene Indexing-Tiers. Ne, den ersten natürlich alles, was viel gesucht wird, ne, was weiß ich, Spiegel, das Wetter oder was weiß ich auch immer, das ist alles rasend schnell. Indexing-Tier, also ist quasi auch wieder so eine SSD-Platte quasi und Indexing-Tier 5. Also jetzt quasi so eins über dem Supplemental Index, ne, das ist dann eher auf so einem Bandlaufwerk, weil da sind halt Sachen drin, die werden so selten benötigt, ne, die müssen jetzt natürlich nicht readily available sein, ne. Genau. Und aber wie gesagt, gerade durch diese Limitierung auch der Indexing-Tiers, und das ist ja auch etwas, was der Johann wirklich sehr schön in seinem Vortrag da gezeigt hat, ne, dass weil auch in einem Indexing-Tier, wenn du da reinkommen willst, muss halt für dich auch wieder etwas rausfliegen, ja, weil wie gesagt, die sind auch zu einem gewissen Teil ja auch nur endlich. Und wie gesagt, aber da werden wir auf jeden Fall noch mit dem Johann noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Dann vielleicht noch ganz kurz, während der Wolfgang kurz noch. Gebe das fehlende Prozent dazu, 20 Jahre SEO, noch nie einen Link gekauft, deshalb 100% agree. Yay, vielen Dank. Ich muss gestehen, ich habe sehr viele Links gekauft. Also ich habe, ich habe sehr viele Links früher gekauft. Bester Link, den ich je gekauft habe, der w3c.org-Link. Geil. Aber wie gesagt, das war auch noch eine ganz andere Zeit. Und auf der W3C-Donator-Seite war ich damals der Zweite nach dem Thomas Promny, der hat ihn gefunden damals. Also von dem her, genau. Will ich mich nicht beschweren. Früher habe ich das gemacht, aber heutzutage, genau, also gerade auch natürlich in unserer Arbeit mit so vielen Brands, ist Linkbuilding immer das, was es am wenigsten bedarf, entsprechend. Und ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die der Wolfgang hier hat. Wie gesagt, eine ganz neue Seite, Logo, die wird man einen Link brauchen, damit Google auch hier entsprechend, sozusagen mal die Seite discovered auf jeden Fall. Discovery ist bei Links natürlich immer noch sehr, sehr wichtig. Und aber dann, wie gesagt, es ist kein Zahlenspiel mehr, sondern eigentlich nur noch 0-1. Kann ich deiner Seite vertrauen oder nicht? Je nachdem, rankst du erstmal nur für dein Brand und vielleicht so ein Keyword, ne, damit Google mal so ein bisschen dir Traffic geben kann, um eben diesen Traffic auch zu evaluieren. Ne, was kommt da so raus? Gegenüber einer Seite, der ich direkt vertrauen kann, ne, dann gebe ich dir natürlich mal direkt viel mehr Chancen. Ne. Ist auf jeden Fall, was wir die ganze Zeit unserer Erfahrung nach immer wieder sehen. Genau, aber schön, genau, dass ihr da auch dieselben Erfahrungen habt. So, dann haben wir hier von Glenn Gabe, klasse, klasse Post und ein klasse Tipp, richtig cool. Is your site reliable? Meet Wikipedia's reliable sources list, another proxy for Google's Quality Raters. Ob das jetzt wirklich ein Proxy ist für Google Quality Rater, würde ich jetzt mal in Frage stellen, aber es gibt nämlich eine Seite, das sind reliable sources, falls ihr sie nicht kennt. Genau, ist eigentlich ein sehr alter Tipp, aber schon sehr cool. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht da den Spin machen zu den Google Quality Ratern entsprechend, aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr hilfreich, weil das ist quasi eine Wikipedia-Liste, die so gepflegt wird mit verschiedenen URLs, ne? Und wo halt genau steht, quasi kann ich der Seite vertrauen, kann ich ihr nicht vertrauen, in welchen Bereichen kann ich ihr vielleicht nicht vertrauen. Entsprechend sind diese Reliable Sources. Wie gesagt, das ist natürlich auch ein super Training-Set, wird da sicherlich auch von Google, wie auch immer,
verwendet, aber ich glaube jetzt nicht, also dass Quality Rater da reingehen und sagen, okay, ich suche jetzt hier mal, ne, ist das reliable? Plus, da fehlt natürlich auch eine ganze Menge, aber als Seedset sozusagen, dass ich halt hergehe, also quasi, ich meine, am Ende des Tages, PageRank-Algorithmus ist ja auch nur ein Distance-Algorithmus. Es geht ja wirklich darum, wie weit bin ich von einer Trusted-Seite entfernt, ne? Und wenn ich das natürlich als Seedset quasi nutze, kann ich da ja auch hier mit so einem Distanz-Algorithmus, glaube ich, eine gewisse Art von Vertrauen determinieren. Obwohl, wie gesagt, es ist 0-1, es gibt kein 70% Vertrauen. Ne? Es gibt wirklich nur entweder ich vertraue dir oder eben halt nicht. Aber ich finde den Begriff Proxy eigentlich anscheinend ziemlich passend, dass man sagt, hey, okay, guck mal, das sind vertrauensvolle Medien, dann kann man schauen, okay, kann ich mich da irgendwie annähern? Mit meinen Logo, aber ich würde jetzt nicht davon, das ist jetzt etwas, was Google nutzt. Ja, wie gesagt, das ist immer noch Wikipedia-Autoren und das ist immer noch mit Vorsicht zu genießen. Aber nichtsdestotrotz, ein guter Proxy, vielleicht, und da hast du dann eigentlich recht. Also auf jeden Fall ein guter Proxy, aber auch jetzt nicht zu viel bewerten. Aber auf jeden Fall schöner Tipp vom Glenn, das lieben wir natürlich am Glenn, dass er da immer wieder richtig gute, hilfreiche Sachen entsprechend halt raushaut. Dann Bing Deep Search is officially live for all users. Ich habe eigentlich gedacht, das war schon live, aber war es scheinbar noch nicht. Jetzt ist es live. Er schreibt es auch, didn't it fully go live weeks ago? Achso, not for all users. Lust jetzt, hätte ich mal vorher gelesen. Okay, ist jetzt live. Und JGDP will ja auch einen Google-Killer bauen. Ich glaube, so hat er es selber nicht gesagt, aber das legt ihm jeder so in den Mund. Und Interview ist eigentlich ganz gut, weil er sagt halt auch, das ist, also du brauchst halt nicht nochmal ein Google, ja, es gibt ja schon TikTok. I find that boring. I mean, if the question is, if we can build a better search engine than in Google or whatever, then sure, we should go, people should use the better product, but I think that would so understate what this can be. Google shows you 10 blue links, well, 13 ads and then 10 blue links, and that's one way to find information. But the thing that's exciting to me is not that we can do build better copy of Google search, but that maybe there's some much better way to help people find and act on synthesized information. Actually, I think JGDP is that for some use cases, and hopefully we'll make it like that for a lot more use cases. Natürlich ein bisschen kryptisch, was sie jetzt da genau planen, aber er sagt am Ende, ja, wir brauchen nicht noch ein Google, wir brauchen einfach eine andere Art von Suchmaschine. Also eigentlich wollen sie wirklich so Suchmaschinen disrupten, aber wir haben das ja auch schon, wie gesagt, mehrfach diskutiert, ne? JGDP solft natürlich ganz andere User Intents, ganz andere Suchanfragen, wie das auch teilweise die klassische Google-Suche quasi halt macht, aber genau darauf wollen sie halt expanden. So ein bisschen wie Jess Scholzes auf der SMX gezeigt hat. By the way, auch sensationeller Vortrag von der Jazz, genau. Sehr, sehr guter Vortrag, genau. Und dann geht es auch noch hier mit den Ads, ne? Und dann sagt er auch, ja, aber vielleicht wird es noch mal viel besser, also vielleicht kann man sogar noch viel besser monetarisieren und nicht einfach nur stupide Ads, weil die finde ich jetzt auch nicht so gut. Und ja, also man erfährt recht wenig und am Ende des Tages müssen wir wahrscheinlich echt warten, bis irgendwann mal so ein Prototyp da rauskommt, weil viel lässt sich da nicht rauslesen, außer so das Typische. Wir brauchen nicht noch ein Google. Es wäre schön, wenn man Ads anders integrieren könnte. Ja, das ist wahrscheinlich, was Google sich auch die ganze Zeit denkt. Ne? Aber ist da irgendwie wirklich was dahinter, werden wir sehen. Und natürlich hier bei der täglichen Dosis SEO hört es zuerst. Dann Search Pilot does showing introductory content on mobile view improve rankings across all devices. Gute Frage. Was machen sie da so genau? Ah, okay. Also sie haben quasi, introductory content. Also da tun sie so ein bisschen Content auf die PDP. Und das soll dann helfen. Echt? Also wir haben es ja gerade schon gesehen, so ein bisschen. Ja, doch, sehr positive Impact. Okay, lassen wir jetzt mal so stehen. Wieso wollen die Leute doch was lesen? Ich weiß nicht, also ich kann mir jetzt halt noch vorstellen, ist das vielleicht auch etwas, was dann in einer Meta-Description dann manchmal landet? Ist es das, was vielleicht auch generell halt im Snippet angezeigt wird? Weil jetzt nur nochmal auf diese Private Listing Page, dass ich hier nochmal so einen Satz habe, also fragst du dich, was steht da? Also was muss, wie auch immer, gut. Wie immer bei diesen Tests, wir wissen nicht, was wir tun. Dann, krass, große News. Liz Reed ist neuer Head of Search. Wahnsinn. Pandu Nayak, genau, steps down, ist jetzt irgendwie Chief Scientist, so wenn ich das richtig gelesen habe. Und Liz Reed ist ja ein absoluter Hero bei Google. Erste weibliche Engineer in New Yorker Office. Hat seit 2003, glaube ich, bei Google Local
gemacht, viele Initiativen. Da entsprechend war quasi Head of Search Experience, wenn ich mir das, also nicht die SGE, sondern quasi die Search Experience an sich. Quasi hat er natürlich sehr viel Learnings entsprechend halt auch gesammelt, um jetzt, ja, als Head of Search das auch entsprechend halt umzusetzen. Ja, super, super spannend. Ach genau, dieser Chinu Venkatachari, der ist jetzt auch, ja, also wie gesagt, ein bisschen rumgewürfelt worden. Ja, sind wir mal gespannt, was da kommt. Genau, während ja Microsoft gerade irgendwie den Top-DeepMind-Gründer da weggekauft hat, irgendwie, also ja, zieling ab. Und dann launchen sie aber natürlich auch noch eine Menge, ein AI-backed Search and Answer Tool for Doctors, Vertex AI Search for Healthcare. Mhm. Genau, darüber hatten wir auch schon mal geredet, ist jetzt hier quasi unveiled worden und genau, weiß ich noch nichts dazu. Dann, genau, der Earning Call von SEO, das fand ich, von Google, fand ich auch ganz lustig, den mal mit einer Word Cloud zu visualisieren, worüber wurde da am meisten geredet und guess what, natürlich AI ist das große Thema. Genau, also lustige Methode, um mal ja einfach zu verstehen, auf einen Blick quasi, was das Wichtigste war in dem Earnings Call hier für Google. Und genau, hätten wir wahrscheinlich auch alle raten können, dass da AI steht. SEO steht hier nirgendwo, by the way. Ja, nur ein bisschen traurigerweise. Aber genau, ist ja auch von Google, also dass die das irgendwie großartig thematisieren würden, hätte ich auch nicht gedacht. Apropos SGE, da gibt es eine neue Studie, The Impact of Google Search Generative Experience on Brand and Product Terms, das interessiert uns doch richtig. Große Studie hier von Authoritas, genau, also ganz viele, hier 251 well-known US Brands across 15 Industry Verticals, immer ein bisschen wenig, würde ich fast noch sagen, ne? Aber mein Gott, genau, über verschiedene Keywords dann halt weg, finde ich auch immer noch ein sehr kleines Sample an Keywords, aber egal. Google displays a search generative element for 91.4%, also fast 92% aller Search Queries, kommt eben schon eine SGE. Und scheinbar wird das auch immer mehr. Ich habe auch irgendwo die News von Malte, dass jetzt SGE für jeden rausgelauncht wurde. Ich glaube, das ist ganz weit hinten. Aber genau, keep it in mind. Und natürlich bei Your Money or Your Life passiert das im Moment noch am wenigsten. Klar, da muss man auch vorsichtig sein, was man da für direkte Ausgaben, direkte Antworten hier quasi rausrülpst, ne, damit da quasi nichts irgendwie Falsches dabei ist. Da wäre es nämlich fatal, ne? Deswegen ist es hier am wenigsten der Fall. Quora.com kommt sehr häufig vor, genau, würde man auch erwarten. Genau, jetzt haben sie hier noch Ranking Data, lalalala. Was haben wir da noch? Ja. Ja, also wie gesagt, ja gut, typische SGE-Stats, wie gesagt, wir in Deutschland gucken da sowieso ja noch ein bisschen in die Röhre, aber nichtsdestotrotz auch ganz interessant. Andere Studie sagt dann auch noch, die Google SGE could cost publishers 2 billion in ad revenue. Ja, das sind halt immer diese Studien, ne, dass quasi hier, was weiß ich auch immer, Sodom und Gomorra, hier quasi halt passiert. Warten wir es erstmal ab. Ja, wie gesagt, wir kommen ja auch nicht mehr raus. Ist auch interessant, und das lustigerweise kam noch von Liz Reed, wenn ich das richtig verstanden habe. Google to replace Perspectives Filter with Forums Filter. Also das war auch etwas, was Liz Reed hier noch gemacht hatte. Also diese Perspectives verschwinden und jetzt sind es direkt Forums, ja. Und vor allem das Forum, nämlich Reddit. Genau, das hatten wir auch schon hier noch häufiger thematisiert, also dass ja natürlich immer mehr Foren hier quasi rausgesucht werden, wer hätte es gedacht. Genau, Foren, Perspectives, I don't know, macht für mich Potato, mehr oder weniger das gleiche in grün. Lustiger Fall von Parasite SEO hier, und zwar bei LinkedIn, ja genau, ihr wisst ja auch, LinkedIn macht ja sehr viel gerade mit AI-Articles, sehr, sehr erfolgreich, diese Insights-Articles, und es war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis natürlich solche Artikel da auch erscheinen. Top 5 Best Payday Loans Online in 2024, No Initial Credit Cards from Direct Lenders, ne, typisches Parasite Hosting, ich benutze die Power der Domain LinkedIn, um jetzt hier für Payday Loans zu ranken, immer noch eins der umkämpftesten US-Keywords, würde ich mal sagen, hoher Payout, schöne Revenues für Affiliates, genau, und das ist natürlich alles purer
Genau, purer Scheiß. Also wie gesagt, Parasite SEO ist jetzt auch auf LinkedIn angekommen. Get in the game. Ja, also im Moment funktioniert es auch. Wir haben es ja mehrfach thematisiert mit Reddit, wie das mittlerweile von Affiliates zugespammt wird. Vor allem hier interessanterweise, ganz wie der Jonas lieben würde, ohne eigene Website. Ich brauche gar keine eigene Website, denn ich spamme direkt meine Affiliate-Links rein. Und hier wieder auch klassisches Parasite SEO auf einer sehr starken Domain. Wer kann da Nein sagen? Ne? Und kleiner Tipp dazu, ich sehe das im Moment nur in Amerika. In Deutschland habe ich da noch recht wenig gesehen. Ja, vielleicht kann man noch ein bisschen Parasite SEO in Deutschland machen, bevor es dann genau an der allzu großen Glocke hängt und es dann wirklich jeder macht und uns dann letztendlich halt bald vorbei ist. Genau, also sehr spannend und genau, willkommen LinkedIn als Parasite SEO Host. Genau, dann die MJ Cajon, grandiose spanische SEO. Ich bin ganz großer Fan von der MJ Cajon. Genau, macht ganz viel für Systrix und Systrix Ambassador und hat sich hier mal mit Hilfe von Systrix ein paar Site-Migrations angeguckt, so als interessante Cases. Wenn ihr auch gerade an einer Site-Migration quasi arbeitet oder irgendwas in diese Richtung plant, ne, könnt ihr hier mal diese Example, also diese Beispiele anschauen, die sie hier eben aufführt. Genau. Dann tolle Präsentation von der Dawn Anderson. Dawn ist ja auch grandios. Humans versus LLMs as Quality Raters for Search Engines. Ne, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ne? Das ging ja in die Richtung, dass Appen hat ja quasi diese Search Quality Rater gekündigt. Kurz eine Woche vorher haben wir noch darüber geredet, über dieses eine Research Paper, das ja gezeigt hat, AI kann fast besser raten als mittlerweile Search Quality Rater. Mei, gut, wenn ich lang genug mit den Daten trainiert habe, irgendwann lernt das auch die dümmste AI, würde ich mal sagen. Ne? Aber hier geht sie nochmal ganz genau darauf ein und da sind super, super viele Nuggets entsprechend drin in dieser Präsentation von der Dawn. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, euch mal dadurch zu hangeln. Also warum es manchmal eben auch noch wichtig ist, Humans in the Loop zu halten und warum man eben nicht auch gleich auf die AI vertrauen sollte. Wie gesagt, ich will es gar nicht vorwegnehmen. Guckt es euch an, super Präsentation von der Dawn, immer einen Blick wert. Dann, genau, das habt ihr sowieso schon alle mitgekriegt, in der Google Search Console ist jetzt INP, also Interaction to Next Paint im neuen Core Web Vitals Report drinnen, genau. Willkommen im Core Web Vitals Report, liebes INP. Performance Optimization, es gibt eine neue Property im Chromium 85, und zwar Content Visibility. Finde ich super spannend, hatte ich gar nicht mitgekriegt. Also eine neue Eigenschaft quasi eben zur Steigerung der Rendering-Leistung, weil ich kann halt bestimmte Sachen, die eben noch nicht drin sind, also quasi diese Content Visibility Auto macht das, also das ist hier, kennen wir auch, Moment mal, Content Visibility None, ist das dann nicht diese Cloaking-Geschichte oder Keyword Stuffing? Also ihr kennt das natürlich, nee, andere Logik. Ne, ich kann hier quasi Content Visibility Auto einstellen und jetzt wird etwas, was nicht quasi im Viewport ist, noch nicht geladen, also der Platz wird reserviert, was natürlich super ist, ne, damit es ja dann auch nicht irgendwie zu CLS entsprechend halt kommt. Ne, es wird quasi vorreserviert, aber es wird dann erst reingeladen, wenn ich auch wirklich dahin scrolle. Automatically. Wow! Ja, what's not to like? Vielen Dank, Chromium-Team, wirklich tolle Edition. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht live gesehen, aber es scheint so zu funktionieren und auch richtig gut. Und das spart dann natürlich wirklich eine Menge an Rendering-Leistung, also für diesen Initial Viewport. Ne, deswegen, genau, schaut es euch an. Vielleicht könnt ihr es auch bei euch integrieren. Genau, generell, by the way, auch Google muss ja hier der DMA, der Digital Marketers Act, müssen sie ja compliant mittlerweile auch in Europa. Und jetzt gibt es da viele Changes bezüglich Shopping-Resultaten. Also da geht es ja darum, level the playing field, also quasi gleiche Chancen für alle. Und der Brody Clark, genau, ich habe das hier nochmal aufgemacht, er hat sich mal angeguckt, was hier im Detail auch geändert wird. So ist dann quasi Products, ist jetzt, das Products Tab ist jetzt zu einem Product Sites Tab geworden. Das ist dann, wo sich in so ein Idealo und andere Vergleiche dann entsprechend auch befinden, ob es jemand anklickt oder nicht. Ne, man kann jetzt auf jeden Fall immer sagen, guck mal, es ist accessible. Ne, also ich glaube, das reicht ja zu einem gewissen Maße für diese DMA, um nicht irgendwie für weitere Milliarden verklagt zu werden. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, hier. Genau, kann ich durch dieses Tab das hier, also habe ich diese Product Sites und bekomme dann wieder eine ganz andere Experience sozusagen hier in Europa. Genau, interessant,
Genau, gucken wir uns mal die Auswirkungen an, kann man im Moment eben noch nicht sagen. Ach so, genau, hier ist der Post von Malte. Google is rolling out SGE for everyone, hatte ich gar nicht mitgekriegt, aber der Malte natürlich schon. Der sich auch sehr gefreut, dass er auf Reddit irgendwas kommentiert hat. Ich glaube, den DubDubDub-Host sollte man nicht löschen und John gesagt hat, 100% agree. Das macht dann natürlich immer den Tag für ambitionierte SEOs und natürlich auch für Malte. Genau, und hier hat er nochmal wichtige Sachen zusammengefasst, was er an Learnings bereits der SGE gefunden hat, also auch verschiedene Studien da, wie zum Beispiel auch die von uns besagt, die von Authoritas. Und genau, wie oft getriggert, bei was getriggert, was sind die Keywords, was sind die Themen, lalalala. Wie gesagt, auch ganz viele Informationen hier vom Malte, die man sich mal durchgucken kann. Und dann, SEMrush ist richtig am Innovaten, muss man mal sagen. Ich habe es noch nicht live gesehen, aber hier Nicholas McDonough, hat hier schon gesehen, dass quasi, also ihr kennt das ja sozusagen, dass mir bestimmte SERPs, kann ich mir die Features anzeigen lassen, also wie viele der SERPs halt irgendwie Product Listings haben oder was weiß ich auch immer. Und hier steht schon AI Generated Answer. Also sie scheinen jetzt auch schon wirklich das hier mit reinzuziehen, dass ich dann bald auch direkt in SEMrush sehen kann, für welche Keywords wird hier eine Answer generiert, was dann natürlich wichtig ist, ne, um auch ein bisschen so den Risk entsprechend hier zu assessen. Also wirklich super cool. Und natürlich auch im SEMrush-Sensor. Und das ist dann natürlich auch sehr interessant, weil wir dann natürlich auch sehen können, sozusagen, wie sich das halt over time entwickelt und vor allem natürlich auch in den unterschiedlichen Ländermärkten. Und apropos AI, SEMrush geht da richtig vorwärts und sind da, wie ich weiß, die Ersten, die dann ein richtiges AI Assistant gelauncht haben mit SEMrush Copilot. Ja, your AI Assistant for faster SEO Insights. Sieht super spannend aus. Also, ich würde mal sagen, jetzt nicht für mich, aber ich glaube, für einen normalen User, weil auch so die Sachen, die ich da gesehen habe, das ist schon sehr interessant, also was es da so an Insights ausspuckt, aber das ist ja sowas, okay, das wären jetzt nicht Use Cases, wo ich jetzt irgendwie einen Copilot entsprechend halt bräuchte, aber ich glaube, das ist so der First Step und SEMrush würde natürlich auch eine Menge lernen along the way und ich finde es super exciting. Wie gesagt, ich habe es mir noch nicht im Detail angeguckt, ich werde es mir heute mal ein bisschen mehr näher führen, also sehr, sehr spannend und wirklich Hut ab hier vor SEMrush wieder mal, ja, wirkliche Innovationen in unserer Branche, das ist natürlich immer was Cooles. Und apropos Tools, ich durfte auf dem Wix-Blog mal einen Gastbeitrag tippen. Habe ich schon ewig nicht gemacht. Ich habe schon ewig keine Blogposts mehr geschrieben oder sonst irgendwas. Aber Wix hat mich da entsprechend gebeten, ja, doch mal meinen eigenen Toolstack vorzustellen. Und das fand ich dann doch recht spannend, sodass ich mich das nicht dreimal absagen lassen und habe das hier gemacht. Ein bisschen länger bin ich mal darauf eingegangen, was eben mein eigener Toolstack ist, welche Tools ich benutze, was ich daran besonders mag, plus auch kleine Helper, also quasi Chrome-Extensions und dergleichen. SEMrush kommt da natürlich auch vor, genauso wie wir da drin vorkommen, na, wer hätte es gedacht. Also wen es interessiert, wer es noch nicht gelesen hat, schaut es euch gerne mal an. Ich finde es sehr gut, dass du unsere Plattform hast. Ja, genau, also egal, was kann man sagen, schon, ich finde das gut. Sehr gut. Kann man mal erwähnen. Und übrigens, wenn ihr hier Compression quasi bei euch aktivieren wollt, was ich ja wirklich nur empfehlen kann, genau, wie unterscheidet man eigentlich zwischen GZIP, Rotli und Z-Standard? Z-Standard. Hier gibt es nette Insights dazu, plus ein Compression-Tester. Und den will ich euch natürlich hier von Paul Corvano ans Herz legen. Und dann, last but not least, gab es ein cooles Video. Sergey Brin ist scheinbar bei einem Google-internen Talk aufgetaucht. Da ging es dann aber leider erst auch vorrangig um diese Woke-Images. Ne? Das ist natürlich für die Amis immer natürlich super interessant, quasi dieses Thema, so ein typisches Popcorn-Thema. Wie gesagt, ich hätte mir da eher irgendwas Ranking-Relevantes gewünscht. Also es ist nicht super interesting, aber wenn ihr eine halbe Stunde Zeit habt, dann ist es auf jeden Fall interessanter, als sich irgendwelche random TikTok-Videos anzugucken. Also von dem her lege ich es euch mal trotzdem ans Herz. Und auch das, was die Brittany Mueller dazu schreibt, weil sie hatte da auch einen Part, also sie hat nämlich auch versucht, genau herauszufinden, was steht eigentlich hinter ihm auf der Tafel. Man kann das irgendwie super schwer erkennen. Und sie hat versucht, quasi
mit Hilfe von AR auch rauszufinden, was steht da hinten. Und sie hat einen, wie ich finde, sehr interessanten Gedanken hier und begründet den auch mit, was hier Walmart, ne, hat jetzt so einen Shopping Assistant, Shopify hat einen Shopping Assistant, Amazon mit Rufus hat so einen Shopping Assistant, Instacart launched as Instacart. Ne? Und der interessante Gedanke ist, dass es gar nicht mehr um einzelne Produkte halt geht. Also ich will jetzt ein bestimmtes Produkt, guck mal, hier ist die Anzeige dafür, sondern dass ich generell Ideen für Valentinstag, Ideen für eine 18. Geburtstagsparty, wo ich dann mehrere Produkte brauche. Ne? Und das ist natürlich immer super spannend, weil ich dann natürlich einen deutlich größeren Warenkorb habe. Und wenn ich den mit One-Click-Shopping über verschiedene Shops hinweg, ne, da habe ich da wieder einen True Differentiator, ne, im Shopping-Bereich für Google. Ne? Und das ist so ein bisschen, worauf sie da abzielt. Einen super spannenden Gedanken, also sehr interessante Gedanken eben hier von der Brittany Müller, kann ich euch auch ans Herz legen. Also wie gesagt, ist wieder eine Menge passiert, spannende Sachen. Oh, ich habe ein paar Sachen vergessen. Nimm mal rein. Mit Wolfgang. Der Rüdiger, ja, hat Barry Schwartz am Freitag in einem Beitrag gesagt, dass SGE nun auch für Muggels außerhalb des Lab-Environments ausgerollt wird. Natürlich noch nicht in Deutschland, aber nur wenige Nutzer und ausgesuchte Suchanfragen. Ah, okay, gut. Also immer noch mit Vorsicht zu genießen. Danke, Rüdiger. Macht aber auch Sinn, da Nutzerverhalten komplett anders sein wird als bei allen Nerds, die überhaupt wissen, was Labs ist. Genau. Und der Wolfgang, Wix ist meine Einschätzung wie Links kaufen, nur schlimmer. Solche Seiten hatten wir gerade in der IHK-Prüfung der Mediengestalter, wie gesagt, nur schlimmer, just saying. Genau, ich habe selber, ja, hab selber kein Wix sozusagen im Einsatz, aber ich habe auch wirklich viele Leute, die auf Wix schwören und lustigerweise, Alayda Solis hat ihre Seite auch auf Wix umgestellt. Ich hatte eigentlich schon wirklich gedacht, dass die da mittlerweile eigentlich schon ganz gut Gas gegeben haben. Wie sagen wir auch, Alayda zieht ihre eigene Seite da zu Wix um. Genau, aber ich habe da wirklich wenig Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Wolfgang. Interessant, echt interessant. Und der Stefan, quasi Topic Modeling für Shopping, letzter Step, genau. Was der Stefan da sagt, genau. Er drückt es halt so aus, wenn ich schlauer wäre, hätte ich so ausgedrückt wie der Steve, genau. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um zu enden. Ja. Genau, das ist ein guter Punkt, um aufzuhören. Ja, genau. Wir sind enttarnt. Wix ist in den letzten beiden Jahren echt sehr viel besser geworden. Genau, und das war auch meine Einschätzung, aber wie gesagt, der Wolfgang hat da scheinbar eine andere. Aber generell finde ich es immer sehr spannend auch, ne? Was sind die besten Out-of-the-Box-Editoren. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt unseren Chef, da müssen wir hin, hat um 13 Uhr schon begonnen, wir sind schon hinten dran. Wie gesagt, bevor du Tschüss sagst, nächsten Montag keine Show, weil da ist Ostermontag. Genau, da gibt es auch im Hause Tandler Osterlamm. Meine Eltern sind da, die Kinder freut's. Also am Mittwoch, ja, also nächsten Mittwoch sind wir wieder bei ABD News. Also ihr habt ein bisschen Pause von uns, genießt die Pause. Danke, war spannend. Danke, dass du dabei warst, lieber Wolfgang. Danke, dass ihr alle mit dabei wart. War uns eine große Freude wieder. Und wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Mittwoch wieder in alter Frische. Und bestimmt ist wieder irgendwas crazy passiert, worüber wir quatschen können. Genau, und in dem Sinne, genau, bitte keine Links kaufen. Ja, und genau, macht's gut. Na dann, frohe Ostern und bis bald. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke, Leo. Der Leo war auch dabei.